sitzen und die anderen nicht. Edgy, Kolegi. Ich bin jetzt sowas hier wie der alle Olle Schumacher. So, oder hier der Vogel oder der Willy Brandt. Ich sehe auf dem Bild keinen Willy Brandt. Nee, der ist abgehauen, als er von mir erfahren hat. Boah, Becker, ich bin hier nur am Feiern. Und ich sage, liebe Freundinnen und Freunde, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Aber Sie haben doch die schwere Mitgliederbefragung noch vor sich. Angsthase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase. Mensch, Becker, die SPD ist Siegerin. Meine Nachbarn in der Eifel, die sagen alle, die SPD ist die stärkste Partei im Land. Aber dann ist sie doch schon seit 20 Jahren nicht mehr. Ja, aber in der Eifel ist das Internet so langsam, das haben die noch nicht erfahren. Ja, liebe Freundinnen und Freunde. Aber Ihr Widersacher Kevin Kühnert hat 23.000 neue Mitglieder geworben. Ja, fang mich doch, du Eierloch. Die Kackbratze hat keine Chance. Das ist doch Kevin allein zu Hause. Klar gibt es Leute, die wollen nicht, dass die Merkel wieder Kanzlerin wird. Aber deswegen sind bei mir bislang nur zwei Leute in die SPD eingetreten. Wer? Ursula von der Leyen und Jens Spahn. Aber geht denn von dieser GroKo ein Aufbruch aus? Im Vertrag steht ja nichts Konkretes zum Klima, nichts Konkretes für die Omas und Opas mit Pflegenotstand. Dafür beschließen Sie, dass der Wolf abgeschossen wird. Ja, und das finde ich auch falsch. Denn wenn einer was gegen den Pflegenotstand tut, dann ist es der Wolf. Der frisst doch die Omas. Jawohl, liebe Freundinnen und Freunde. Ja. Aber Sie müssen jetzt regieren, weil kein anderer wollte. Ja, so ist das manchmal in der Welt. Gott hat die Eifel auch erfunden, weil sonst keiner mehr an Belgien grenzen wollte. Man muss auch mal Kompromisse machen. Oder, wie man bei mir auf dem Dorf sagt, hat der Bauer keine Frau, tut's zur Not auch mal die Sau. Jawohl. Aber die meisten Wähler sind doch mit der GroKo unzufrieden. Ja, das sag ich doch selber. Selber lachen alle Kälber. Frau Nahles. Nach der ganze Bauernhof und Sie sind doof. Ja, der Wähler ist unzufrieden. Ja, wir Politiker sind doch mit dem Kackwähler auch unzufrieden. Der hat doch die ganze Scheiße zusammengewählt. Und egal, was man macht, ist doch der doof beleidigt. Jamaika? Och nö, wollen wir nicht. GroKo? Och nö. Wollen wir nicht. Minderheitsregierung? Och nö. Ja, ihr Spackos. GroKo, das ist eben, wenn man als Paar essen geht und einer will Sushi und einer will Pizza und am Ende gibt's Pizza mit Sushi. Es geht irgendwie, aber es ist halt zum Kotzen. Ja, liebe Freunde. Aber, Frau Nahles, Sie müssen doch jetzt zittern, wie die Abstimmung ausgeht. Becker, noch so ein Ding, Augenring. Immerhin wird in der SPD noch diskutiert. Ja, was ist denn bei der CDU? Die machen doch schon Urlaub in Nordkorea, um mal ein bisschen innerparteiliche Demokratie zu erleben. Die SPD kämpft noch um Inhalte, verdammte Scheiße noch mal. Aber ja. Sie geben doch kein gutes Bild ab. Erst wollen Sie nicht in die Regierung. Dann doch. Erst will Schulz kein Minister werden. Dann doch. Dann wieder nicht. Wie wollen Sie die Menschen von der SPD überzeugen? Gerade die Jungen. Herr Becker, das mache ich schon. Ich toure jetzt durchs Land und ich werde reden. Zu den Alten, zu den Jungen. Und nach meiner Rede gibt's noch eine Stunde Heavy Metal. Wieso Heavy Metal? Ja, damit die Leute auch nach mir noch was Ruhiges hören. Jawohl. Und dann, liebe Freundinnen und Freunde, Moment. Und dann nämlich
mich, liebe Freundinnen und Freunde, dann starte ich durch und ich werde Bundeskanzlerin, denn ich bin dafür die Richtige, die die Erneuerung Deutschlands schafft. Ich bin jung, ich bin unverbraucht, ich bin hip und Indie. Indie? In die Fresse! Na, dann zieh ich mal den Kopf ein. Danke, dann will ich ja nach.